Einreise nach Mexiko, was gibt es zu beachten? Wenn ihr als deutscher Staatsbürger nach Mexiko einreist, gibt es eigentlich gar nicht so viele große Hürden, um dieses wunderschöne Land kennenzulernen. Fangen wir mal damit an. Ihr braucht kein Visum als deutsche Person, beziehungsweise ihr bekommt einfach dann bei der Einreise einen Einreisestempel. Der oder die Beamte bei der Immigration entscheidet dann, für wie lange ihr im Land bleiben dürft. Normalerweise haben deutsche Staatsbürger eine Aufenthaltsgenehmigung von bis zu 6 Monaten. Also ihr dürft normalerweise bis zu 6 Monate hier in Mexiko bleiben. Wenn ihr jetzt schon öfter ein- wieder ausgereist seid, für kürzere Zeiträume und so weiter, können sie das auch ein bisschen anpassen. Oder wenn ihr halt einfach schon sagt, hey, mit dem und dem Tag fliege ich zurück, bekommt man meistens jetzt auch nicht die 6 Monate. Aber wenn man einreist und nicht weiß, wie lange man bleiben will, bekommt man ganz oft die 6 Monate. Wichtig ist, dass ihr ein Rückflugticket vorweisen könnt. Es wird nicht immer geprüft. Aber ganz, ganz oft eben schon. Also jetzt kommt auch immer so ein bisschen auf die Laune des Grenzbeamten, der Grenzbeamtin an. Wenn ihr noch nicht wisst, wenn ihr wieder weiter fliegt, rate ich euch auf jeden Fall zu einem Onboard-Ticket. Ich habe euch das unten auch mal verlinkt. Damit mache ich immer meine Tickets, wenn ich irgendwo anreise und aber noch nicht genau weiß, wie lange ich bleibe, wo ich als nächstes hingehe. Damit könnt ihr dann auf jeden Fall einreisen. Ihr bekommt im Flugzeug wahrscheinlich eine Immigration Card, die sieht ungefähr so aus. Ich zeige euch das einfach mal schnell, wie die aussieht, die man dann ausfüllen muss. Ja, wir müssten jetzt im Flughafen noch so einen Zettel hier ausfüllen. Den haben sie gerade in dem Moment gebracht, wo ich geschlafen habe, mittendrin im Flug. Das war auch sehr schlau. Und übrigens alles auf Spanisch, obwohl es für externe Einreisende ist. Ja, alles ein bisschen schlau geregelt, ne? Ja, da werden so gewisse Dinge abgefragt, ne? Zum Beispiel irgendwie, wo kommt ihr her, wo wart ihr vorher, habt ihr irgendwelche Medikamente, Sachen und so weiter dabei. Ich habe so ein bisschen naiv einfach angekreuzt, ich habe einfach nichts dabei, so wie man es immer so macht, aber da muss man aufpassen, man darf nämlich nicht mal mit gefragt, ob man Obst oder Gemüse dabei hat. Ich hatte Apfel dabei und dachte mir so, ach komm, darf man nicht. Ne, also ich bin wirklich von einem Hund am Zoll angesprungen worden, weil ich einen Apfel und ein Avocadobrot dabei hatte. Darf man beides nicht, musste ich sogar wegschmeißen, also weggeben, was ich irgendwie ganz krass fand. Das ist mir aber zum ersten Mal jetzt in Mexiko passiert, komischerweise, ist mir vorher noch nie passiert. Aber das einfach beachten, ne? Also sowas darf man nicht einführen, keine externen Lebensmittel oder irgendwas. Und diese Immigration Card natürlich wirklich ordnungsgemäß ausfüllen und dann einfach dem Grenzbeamten kann man ja sagen, wenn man jetzt irgendwie ankreuzt, man hat irgendwie Lebensmittel, Medikamente oder irgendwas dabei, dann muss man das halt einfach rechtfertigen. Aber ansonsten ist die Einreise jetzt aktuell kein Problem. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, welchen Tag. Also wir hatten jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt dieses Mal eingereist bin, von Peru, haben wir ewig lange gewartet an der Immigration. Also ich glaube über eine Stunde und ich war eine der Ersten, die anstand. Und es war früher Morgen, aber es waren einfach nur 4 Posten offen. Und die sind dann auch ständig weggerannt, weil sie irgendwas geklärt haben, weil andere Leute dann irgendwie nicht einreisen durften oder wie auch immer. Also das ging ewig. Ich habe es letztes Jahr in der Corona-Zeit erlebt, dass sogar teilweise Leute 3 Stunden bei der Immigration anstanden. Wo ich aber zum Beispiel jetzt im November 2022 eingereist bin, da war ich innerhalb von einer Viertelstunde bei der Immigration durch. Ne? Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viele Beamte sind da, was für Fälle sind vor einem und so weiter. Aber man sollte da schon ein bisschen Zeit einplanen. Deshalb rate ich auch immer wirklich zu sagen, okay, man bucht jetzt den Transport noch nicht vorher, sondern wirklich erst vor Ort. Zum Transport kann ich euch auch noch ein bisschen was sagen. Von Cancun, wenn ihr jetzt da irgendwie weiter wollt, entweder in Cancun ins Zentrum, wie ich das jetzt in dem Fall gemacht habe und mitgefilmt habe, oder zum Beispiel nach Playa del Carmen oder Tulum. Ihr habt zum einen natürlich die Möglichkeit, Shuttle oder irgendwas zu buchen. Ich rate euch aber wirklich zu dem ADO-Bus. Ihr könnt es entweder online buchen. Ihr seht aber auch, wenn ihr direkt rauskommt an der Ankunftshalle, seht ihr auch ADO-Schalter, wo ihr Tickets buchen könnt. Oder aber ihr lauft einfach ganz hinter am Flughafen. Das zeige ich euch jetzt gleich in einem Video, was ich für euch mitgefilmt habe. Ganz hinter am Flughafen, da steht so ein ganz kleines Tischchen, wo ihr die Tickets direkt dort kaufen könnt. Achtung, das kann man nur bar bezahlen. Aber da könnt ihr direkt die Tickets kaufen nach Cancun ins Zentrum. Die fangen alle 20 Minuten. Nach Playa del Carmen fahren sie, glaube ich, alle 30, 40 Minuten. Also die fahren sehr, 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 sehr häufig. Da könnt ihr dann die Tickets direkt kaufen, auf den nächsten Bus warten und einfach ganz bequem einsteigen. Ich zeige euch das mal schnell. Ich kann euch hier heute ganz, ganz vielen Transport anbieten, sagen teilweise sogar aus, sie sind vom ADO, aber wirklich bis zum ADO zu kommen, müsst ihr, no gracias, müsst ihr ganz, ganz vorlaufen und einfach immer sagen, ihr habt schon ein Ticket oder wenn ihr noch keins habt, das könnt ihr da vorne kaufen, aber sonst lassen die euch nicht in Ruhe. Also einfach immer sagen, ich habe schon ein Ticket, ganz vorlaufen zum ADO, einfach immer, wenn ihr nicht wisst, wohin, auch fragen, ich habe ein Ticket oder lassen die dich in Ruhe. Hier ist dann die Station, da kann man die Tickets kaufen, nur mit Bargeld. Ich bin jetzt quasi von hier vorne dann hingelaufen.